Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio im Multiplayer mit dem Till. Und mit vielen kleinen Robotern, die hier durch die Gegend fliegen. Wir haben das Logistiksystem ein bisschen ausgebaut, wie ihr seht. Ich habe nur ein paar Roboterhangare hingestellt und da hinten werden die hier automatisch produziert. Dann guckt ihr das an, die brauchen ganze Solarfelder. Ja, das stimmt. Baue 100 Maschinen mit Hilfe von Baurobotern. Na denn, das geht nochmal zügig. Ja, Till nutzt das auch schon ordentlich aus. Okay, ich auch. Achso, ich muss hier mal irgendwo gucken, dass ich nicht aus dem System rausgehe. Denn im Orangen kann man sich nur Items bestellen lassen und im Grünen können die Bauroboter bauen. Und das nutzen wir jetzt schon wieder total aus. Das Doofe ist halt noch, die sind total langsam. Nutzt du eigentlich die ganzen Roboter? Was? Gerade. Ja, weil du unbenötigen Dingen nämlich noch extrem viel Holz. Also muss Holz noch abgebaut werden. Bau mehr von denen. Ja, ist eigentlich gar nicht so eine doofe Idee. Wenn Konstruktion haben wir erst 48. Konstruktion? Das waren mal mehr. Guck mal ins Inventar, ob du die hast. Nein. Nö, nee, auch nicht. Hm. Zack. So, was ist im Metall gepackt? Und wird direkt mitgenommen. So, jetzt funktioniert's. Der Server hängt so ein bisschen hinterher, das ist das Doofe dabei. Aber da seht ihr, kommen sie alle angeflogen. Nehmen sich die Sachen mit und sagen Adios. Und man braucht nicht mehr selber zu den Kisten laufen. So, jetzt habe ich gerade was produziert. Wenn es jetzt gut läuft. Ach, jetzt wird erstmal die ganzen Sachen abgeholt. Wenn ich jetzt im System stehe, was ich tue, sollten da, seht ihr es, gleich die ganzen Kupferkabel angeflogen kommen, die ich gerade eben verbraucht habe. Kann ich noch eine herstellen? Nein, dafür benötige ich noch mehr Eisenplatten. Aber das System verbinden wir jetzt erstmal miteinander, damit wir jetzt auch... Uppala. Na, oh. So. Jetzt, Till. Ups. Jetzt haben wir auch die Grundversorgungsmittel, also Eisen- und Kupferplatten. Das Ding hat keinen Strom, das weißt du. Jetzt schon. Guck. Jetzt können wir uns auch die Grundversorgungsmittel anschaffen. Da kommt auch gleich schon mal einer Strommast angeflogen. Auch ein Strommast. Ja, guck da. Und jetzt müsste ich immer so viele Sachen im Inventar haben, dass ich mir immer einen Roboterhangar zusammenbauen kann. Was braucht man denn auch sonst? Ja klar, so wie du Waffen und Rüstung benötigst, krieg ich meinen Roboterhangar. Till, da kommt noch was hinterher geflogen. Ja, ja. Voll das Chaos gerade. Ja, das ist so das, ja, was ich schon die ganze Zeit verfolgen wollte. Oh, wir haben 85 Logistikroboter, okay. Habe ich da hinten irgendwas vergessen, dass sie da nicht weiterbauen? Ich weiß es nicht. Aber bei dir bauen sie unten auch gerade nicht weiter, ne? Doch. Ja, aber es sind gerade 51 von 51 frei. Ja, die Solarproduktion ist nicht ganz so schnell. Meine Güte, wie viel kriege ich da hier noch? Achso, ich habe mir 200 bestellt. Ja, okay, ist in Ordnung. Und dann kommen gleich noch die Kupferplatten. Solarplatten bauen wir 8 pro Minute. Oh, das ist nicht wirklich viel. So viel Sprengstoff bauen wir. Und explosive Munition. Super. Jungs, ich habe auch noch was Inventar, was im Inventar, was ich nicht mehr benötige. Das könnt ihr doch auch gleich noch mitnehmen.
Das dauert jetzt erstmal noch einen Moment. Das Gute ist, es werden ja von Mal zu Mal immer mehr. Das heißt, es geht ja immer schneller, immer schneller. Wow, die Ölbohrer da unten haben teilweise nur 0,4 pro Sekunde. Was, die Ölbohrer? Nicht schlecht. Ich will jetzt nicht noch ein Auto bauen. Ja, jetzt fehlen nur noch 30 Platten. Achso, Fließbänder. Sind die Fließbänder schon im System? Nee, können ja gar nicht im System sein, wenn ich ja noch gar keine Kiste habe. Ich brauche noch eine passive Anbieterkiste. Ups, wo sind sie? Hier ist sie. So, du kannst dir gleich auch schon Fließbänder bestellen. Sekunde. So, kannst dir Fließbänder bestellen lassen. Das nimmt irgendwie so gar kein Ende mehr, was ich hier bekomme. So, warte mal, vielleicht soll man das ein bisschen eindämmen. Uff. Ist ja noch ein Ding, brauchen wir Rohöltanks. Wo kommst du denn her? Ach so. Das war das letzte Auto. Till, Lieferung für dich. Ach so, ja genau, da unten erkennt man noch einmal, was gerade für einen geholt wird und was jetzt alles im sich im. Wieso haben wir ein. Ernsthaft? Züge! Wieso haben wir ein. Ja. Wieso haben wir ein Roboterhangar im Logistiksystem? Ich weiß es nicht, das ist deiner. Ich hatte noch keinen einzigen Roboterhangar in dem ganzen Teil in der Hand. Trotzdem komisch, ich habe ihn mir bestellt. Ach, da kommt er angeflogen. Worüber der war? So, ich habe meine Sachen. Und das Geile ist, ich kann mir jetzt immer. Scheiße, ich benötige 90 Kunststoff. Und der kommt von oben geflogen. Und das schaffen die noch nicht, glaube ich. Ach, egal, platziere ich nochmal einen auf dem Weg. Wo ist es denn sinnvoller? Ach, scheiße. Problem entdeckt. Was? Ich habe hier einen weggerissen. Deswegen kriegen wir jetzt mal nach unten geliefert. Genial. Ja, die Frage ist nur, wann habe ich den weggerissen? Weiß ich doch nicht. So. Jetzt geht das hier oben auch weiter mit mir. Jetzt sollten die ganzen. Da kommen sie da, jetzt fliegen sie wieder. Man kann sogar die Farbe des Zuges bestimmen. Ach, du wolltest Schienen haben, ne? Ja, baue ich dir gleich. Ja, hier mal kurz noch so Demonstration der Bauroboter. Hier habe ich jetzt mit einem Abbauplaner markiert, dass sie den Bereich hier einmal von Bäumen säubern sollen. Und das tun die jetzt hier schon ganz fleißig, aber das habe ich ja auch schon alles einmal in meinem Video gezeigt, was ich im Übrigen noch schneiden und rendern muss. Hehe. Meine Güte, wie viel haben wir denn jetzt schon? Oh, 118. Ja. Und hier kommt das Holz die ganze Zeit angeflogen. Da sieht man dann, dass sie angeflogen kommen und das einfach alles wegnehmen. Fliegen die eigentlich direkt? Ja, ne? Die fliegen auch nicht durchs System, ne? Ja, die fliegen auch nicht durchs System. Also die fliegen nicht nur zwischen den Roboterhangar, also zwischen den Hangaren lang, sondern, ja.
So, und das ist hier halt das System, was ich auch beschrieben habe. Die holen sich jetzt automatisch von hier hinten aus der Kiste den Kunststoff und bringen ihn nach unten zur Produktion, wo wir eine Anbieterkiste stehen haben. Haben wir eigentlich schon irgendwie Verbindung? Nee, ne? Jungs, mir fehlt immer noch Kunststoff. Ich habe 100 Kunststoff bestellt, dann möchte ich jetzt bitte auch haben. Naja, die sind gerade alle ein bisschen sehr beschäftigt, merke ich gerade. Jetzt, ich habe noch nicht so ganz das, die Priorität von denen verstanden, wie sie vorgehen. Und das Server hängt echt. Tot. So, haben wir noch Wald? Ja, da oben ist noch Wald, den man eliminieren kann. Ich darf damit aufhören. Was machst du gerade? Ui, da kommt sie angeflogen. Also ich glaube, Holz sollten wir erstmal genug im System haben. Ach, es sind nur 1,3, also 1300 Holz drin. Und wo steht jetzt dein Zug? Wie steckt man das Ding? Hä? Ist. Cool. Nein. Und dann nein. Und wie belebt man den? Oh, ich habe keinen Strom mehr. Wie was? Wie belebt man den mit schnellen Greifarmen, ne? Säure, Explosion, Feuer, Aufbau. Aber was füllt man jetzt in die Waggons rein? Ach so, du packst das einfach da rein. Was sind das jetzt für Teile? Öl oder was? Ja. Ach, wie fett. Du willst jetzt mit dem Zug von hier unten nach da oben fahren? Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Die Bauroboter kommen schon. Was machst du da gerade? Warum baust du gerade eine Kurve, eine. Was machst du da? So, ich benötige. Ach so, ja, ich sollte vielleicht auch ins System gehen. Damit ich meinen Kunststoff bekomme. So, kann ich jetzt endlich mal bitte was bekommen? Wäre sehr nett. Ist das im Anflug? Hoffentlich. Oh, da fehlt noch Kohle oder weiß ich. Warte mal, hier können wir auch normalen hinsetzen. Bestelle ich mir die schon per. Ja. 50 Stück. Haben wir die schon im System? Nee, ne? Die Greifarme. Doch, haben wir sogar. Aber hier ist noch kein Hangar. Scheiße. Mein Jungs, ich warte immer noch auf meinen Kunststoff. Das ist doch nervig. Ohne Kunststoff kann ich nicht weiterbauen. Auch mehr. Was brauchst Baut du? doch automatisch Schienen. Was brauchst du? Gerade Schienen. Ja, dann bau sie dir. Ich brauche viele gerade Schienen. Ja, kriegst du sofort. Warte, was brauchst du dafür? Beziehungsweise. Stein, Eisenstange und Stahlträger.
Muss ich erst die, muss ich die Eisenstangen produzieren? Nee. Du kannst auch so machen. Wieso habe ich Teile dabei hier? Wissenschaftspakete. Ah, Eisenplatten. Wir brauchen immer noch mehr blaue Fläschchen, ne? Oh, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Meine Güte. Geht ja schon wieder schnell. Und wir haben nichts gemacht. Ja, ich würde sagen, wir bauen weiter. Till baut seine Schiene weiter. Und wenn wir dann wieder etwas größere Fortschritte gemacht haben, sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ja, ciao. Tschüss.